und herzlich willkommen zu Energy Reviews. Und heute mit der auf dem Kanal ganz neu vertretenen Marke Bang Energy. Für die von euch, denen Bang jetzt noch nicht so ein Begriff ist wie anscheinend einigen Leuten in Deutschland, denn die Marke ist hier noch nicht so bekannt wie in ihrem Heimatland USA, dort bereits seit 2012 erhältlich und insane nach Red Bull und Monster mega erfolgreich, die dritterfolgreichste Energy-Marke in den USA. Ultra stark, genau. In Deutschland gibt es Bang seit 2020, hier vertreten in einem 6er-Lineup. Und dieses 6er-Lineup hat eine Gemeinsamkeit, und zwar, dass die alle kaum Zucker, keine Kalorien und mit BCAA-Aminos versetzt sind. Also wer sich auskennt, weiß, das ist ein Energy-Drink, der auf Sportler abzieht. Ist aber auch keine Überraschung, denn die Mutterfirma von Bang ist seit 92 tätig und macht vor allem Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Ja, und von dieser 6er-Lineup werden wir heute den Lemon Drop reviewen, den wir tatsächlich, zumindest Fuji und ich, zum ersten Mal probieren werden. Also wir sind richtig gespannt. Okay, Geruchsprobe, Leute. Oh, nee. Es riecht komplett nach Zitrone. Oh, wie so eine anstrengende Limonade. Anstrengende Sprite. Wow, okay, also besser als wow. Es riecht. Ja, tatsächlich. Okay, der Geschmack hält echt lange an. Also es ist Sprite-ähnlich, aber es ist eine bessere Sprite, würde ich sagen, so auf den ersten Schluck. Und für Zitrone nicht so sauer. Es ist wirklich nicht so sauer, es ist eher süß. Das stimmt. Also die Süße ist, finde ich, extrem. Und was ich finde, was man hier merkt, das hast du ja bei manchen, dass man irgendwie echt merkt, dass so ein Süßungsmittel drin ist. Es geht klar, Leute. Also ich weiß nicht, es ist nicht so schlimm. Ich bin nicht der größte Sprite-Fan, aber dieses klebrige, ätzende, was bei der Sprite dabei ist, dieses, was so dickflüssig ist und deine Spucke andickt und so nervt, das ist hier nicht. Ja. Also ich finde, der schmeckt tatsächlich ziemlich erfrischend. Geschmacksbeschreibung Lemon Drop. Insgesamt kann man sagen, dass das Geschmacksprofil dieses Energy Drinks uns hauptsächlich an einen süßen Zitronenlimonade erinnert. Witzigerweise aber steht dieser süße Zitronengeschmack am Anfang echt nicht so im Vordergrund, sondern wird vielmehr überlappt von der Konsistenz des Energies. Die ist leicht pumpig und dabei sprudelig. Das ändert sich aber, wenn man gerade runterschluckt. Denn dann nimmt dieser Zitronengeschmack richtig Fahrt auf und die Süße gerät auch mehr in den Vordergrund. Insgesamt ändert das wirklich an andere Zitronenlimonaden, wie vor allem bekannt Sprite. Ja. Ist also keine Geschmacksrevolution, was es angeht. Aber ohne die direkt Vergleich zu trinken, würde ich sagen, dass er ein bisschen intensiver am Geschmack ist und sich traut, den Geschmack mehr in den Vordergrund zu heben. Ja, auf jeden Fall. Was man aber auch noch ansprechen muss, ist, wie der sich über die gesamte Dose hält. Ich meine, der ist jetzt bedeutend leerer, bedeutend wärmer auch. Der wird schwächer über die Zeit, muss man sagen. Und er entwickelt so zum Ende hin so einen ja leicht bitteren, aber vor allem sauren Nachgeschmack, der im Mund dann noch so nachhallt. Und was man vielleicht auch noch erwähnen muss, was wir am Anfang positiv rausgehoben haben, die Konsistenz, dass der eben nicht so die Spucke dick macht, was Sprite ja vor allem macht, das findet man zum Ende schon. Und das bildet sich wie so ein Spuckeball oben am Gaumen, den man dann runterschlucken muss. Und das ist zwar gratis verdünnt, bang, aber... Ja, okay. Ja. Fügt sich ein in die BCAA Sugar Free Lime, ne? Keine Zusatzstoffe, keine Farbstoffe, nichts Künstliches. Also so gut wie möglich. Es erinnert aber auch an Sprite. Also selbst wenn das normale Energy mit Zucker wäre, würde man vielleicht zu dieser Farbe greifen. Also zu keiner Farbe, aber naja, no surprises. Ich finde diesen Energy Drink tatsächlich gar nicht so schlecht. Im Vordergrund steht nämlich die Süße, die ich echt feiere. Aber der Geschmack wird über die Dauer einfach zu anstrengend für mich. Deshalb kriegt er von mir einen 5 von 10. Kommen wir zu meiner Bewertung. Ich muss sagen, ich war erst positiv überrascht. Ich weiß nicht, warum ich zu Bang so negativ eingestellt war. Wahrscheinlich wegen dir, Monsieur, der einziger getrunken hat von uns und nur schlecht geredet hat von der ganzen Marke. Ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Ich finde den echt trinkbar. Ich muss sagen, Nachteil so ein bisschen ist halt eben, dass der so dickflüssig wird wie die Sprite. Was ich am Anfang dachte, was es nicht ist, aber am Ende doch war. Ja, Sprite-Taste, so Zitronen-Limonaden-Geschmack ist auch nicht das Geilste der Welt. Aber ist durchaus trinkbar. Klassische 6 von 10. Ich muss sagen, nachdem ich den hier leer geprügelt habe, weiß ich auch wieder, warum ich so negativ ihm gegenüber eingestellt war. Also in der zweiten Hälfte entwickelt sich da für mich irgendwie so ein mieser Nachgeschmack, irgendwie echt bitter, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich konnte mich
echt nicht so mit ihm anfreunden. Ich finde, das geht schon wirklich in die Richtung von Geschmacksfehler. Ist so meine subjektive Meinung. Andere mögen das anders schmecken, aber deswegen kann ich ihm echt maximal eine 4 von 10 geben.